Bisher bei Driver San Francisco. KEOC Lunchtime. Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Dauert wohl noch ein bisschen. Und damit geht's weiter hier mit Let's Play. Driver San Francisco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen jetzt natürlich wie immer hier weiter. Denn hier, achso, wir müssen noch die Tender-Mission machen. Macht die überall aus? Die nicht gemacht letztes Mal? Wieso habe ich denn die nicht mehr gemacht? Ist ja voll doof. Ich hätte die noch machen können. Falls Jericho einen Cyanidangriff plant, müssen wir uns beeilen. Warum habe ich wohl eine Wanze in Carl Crooks Auto versteckt? Der Typ von der Ammoniak-Geschichte? Ach, darum haben die ihn rausgelassen. Na, langsam begreifst du's, Jones. Als erstes wird Crook seinem Boss sagen wollen, dass er kein Verräter ist. Und den Anruf hören wir ab. Okay, bist du ganz sicher, dass Crook sofort zurück zu Jericho fährt? Ohne Jericho ist er niemand. Und er heißt Crook, nicht Crook. Crook hat das Ammoniak-Ding versaut. Warum sollte Jericho seinen Anruf annehmen? Das ist unsere einzige Spur. Sollen wir nicht gucken, wo sie hinführt, bevor wir sie abschreiben? Ja, da recht. Aber zu! Einsatz. Oh, da ist Crook. Ich dachte, wir hatten uns auf Crook geeinigt. Wie du meinst. Der ist jedenfalls froh, frei zu sein. Mal sehen, wohin uns sein Glück führt. Ah, das ist bestimmt so ein Ding, hey, fahr langsam hinterher, ne? Mit der Karre. Ob die auffällig. Ah, ich weiß es, ich... Okay, das ist dicht genug. Hoffentlich hat er was zu sagen. Bleib einfach an ihm dran. Ich muss jetzt nicht alle 2 Sekunden das Auto wechseln, oder? Okay, 40 Meter, okay. Ach so. Ah, ich muss im Kreis bleiben. Was soll das denn im Bau sein? Boss, ich hatte Glück. Ungültige Beweise, die konnten mich nicht drin halten. Was habe ich gesagt? Es ist Jericho. Hey, Klappe, ich will zuhören. Ungültige Beweise? Das klingt sehr praktisch. Boss, ehrlich, ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nicht gesungen. Du schwörst. Und hier ist Karl. Wenn der Blitz dich nicht trifft, lügst du nicht? Ich bin kein Verräter, Boss. Das mit dem Ammoniak, da hat jemand geredet. Plötzlich waren da überall Cops in Zivil. Die haben auf uns gewartet. Warum denkst du, dass ich dich brauche? Ich bin ein guter Soldat, Boss. Und loyal. Du bist ein Soldat, Crook. Ersetzbar. Du machst einen Fehler, Mann. Du machst einen riesengroßen Fehler. Ruf mich nie wieder an. Verdammt. Toll, Jericho hat aufgelegt. Crook ist verzweifelt. Der ruft wieder an. Hoffentlich hast du recht. Karl, Ramon hier. Ramon. Ich ruf dich zurück. Auf keinen Fall, Mann. Du schuldest mir was. Reg dich nicht auf, Ramon. Du kriegst alles zurück. Ich hab gesessen. Nicht mein Problem. Du hast deine Verpflichtung aufgeschoben, Karl. Echt nicht klug. Hey, da hat aber jemand mächtig stolz getankt in meiner Abwesenheit. Weißt du, für wen ich arbeite? Ich gebe einen Rattenarsch auf deinen Boss, Karl. Du schuldest mir Geld. Damit stehe ich weit über deinem Boss. Ramon. Schön, dass du langsam runterkommst, aber übertreib es nicht. Ich werde zahlen. Du kriegst alles. Zu spät für Versprechen, Karl. Ich muss auf meinen Ruf achten. Du bist selber schuld. Arschloch. Klingt, als würde Crook bis zum Hals drinstecken. Kann uns egal sein. Solange er uns zu Jericho führt, ist er auf sich gestellt. Sogar vor Angreifern schützen. Wir haben echt Ärger. Dieser Ramon macht richtig ernst.
Schnall dich an, Partner. Wir werden Krugs Hintern auf jeden Fall retten. Hallo, wir haben hier empfindliche Funkgeräte. Oh, wenn das so ist. Wir gehen Schiffen nochmal. Oh nein, Mist, wir gehen Schiffen. So? Nee. So? So? Oh Gott. Muss Krug schützen. Zeit geben, uns zu. Dann machen wir es doch eher so. Danke, dass Sie mir heute eine Chance gegeben haben. Genau. Denn sonst hat Krug nicht mehr lange was von seinem. Gib Gas, Chuck. Ein guter Versicherungsbetrug und wir gehen in Rente. Du hast den falschen Tag gewählt, glaub mir. Wie denn kommt? Achso. Der ist ja da vorne. Ja, kann ja kommen, oder? Wie geht's, meine Schön? Wie denn kommt denn der? Wunder. Mann, ist der weit weg. Ich. Spreche ich gerade mit Zombie-Tenner oder. Nein. Naja, was soll ich sagen? Scheiße, ich habe auch irgendwie jetzt. Nicht genug. Hoffentlich hat er was zu sagen. Bleib einfach an ihm dran. Wir haben echt Ärger. Dieser Ramon macht richtig. Ich höre das jetzt auch. Ihm Zeit geben, uns zu Jericho zu führen. Nicht zu schnell, ja? Oh, zu schnell wird es nicht sein. Achso, okay. Ah, okay, das muss ich so machen. Ah, okay, also ich muss immer einen Angriff machen. Wegen des. Oh Gott. Ah, sorry, ist jetzt ein neues Spiel, Season. Ich habe das Spiel gefühlt seit. Ich kann auch nicht mal, wie lange. Nichts angepasst. Wie weit ist er jetzt? Ja, wie fährt denn. Okay, der kann eigentlich selber fahren, ne? Da fahren ist echt nicht so sein. Aber Ani ist noch relativ. Ja. Ja, von euch einmal sein wird. So werden die Leute hinterm. Ja, natürlich, wie soll ich ihn dann denn. Oh Gott, wie soll ich das so machen? Jetzt mal ohne Witz, wie soll ich das machen? Nein! Ja. Oh mein Gott, ja toll, wenn natürlich alle Leute aufeinander hängen, gar nicht mal richtig Auto fahren. Scheiße, das ist. Oh, nee, ich habe damit, dass er da. Dieser KI das war. Achso, ist noch. Okay, warte, wenn ich noch dran hatte, fahren. Ruhe mal ganz kurz. Willst du meine Ausrüstung kaputt machen? Er kann doch so rammen oder nicht? Achso, geht nicht. Okay. Boah. Okay, du kannst es vergessen. Verfolgen wir Krug oder spielen wir Autoscooter? Schwierige Frage in so einer Situation tatsächlich. Na, okay. Ja, das lässt die Steuerung nicht zu. Wir jetzt für eine japanische Botschaft da. Aber was ist denn das? Als ob der dann in neben 2 Sekunden ausweichen kann. Ach, komm. Es ist ja kein Auto. Ja, da. Danke. Danke, ist gut. Dann knallt gut. Na, toll. Ja, klasse. Auf jeden Fall super. Krieg ihn nicht weg. Krieg ihn nicht weg. Wie sind das eigentlich insgesamt? 10 oder was? Glaube ich 10 insgesamt, ne? Also nicht. Aber wenn es nur die. Danke, dass Sie mich heute Morgen abgeholt haben. Ausgewählt? Ja, ich hasse es, mit all den anderen an dieser Ecke zu stehen. Ah, ja gut, sehr, sehr gut. Der wird auf der. Oh ja, das war sehr wichtig gerade. Oh Gott, nein, ich habe eine. Oh Mist. Ja gut. Okay, neuer Zeitplan. Nein, aber stehst du denn da auch mitten im Weg? Mensch! Das wäre eigentlich so gut eben gewesen. Nein, da steht der Fettarsch da mitten im Weg. Sonst nichts zu tun, oder was? Menschenskinder. Ich hätte ihn gerade so aufhalten. Achso, es zählt übrigens nicht mehr. Also jetzt gerade nicht, okay. Oh, ich hätte ihn gerade so schön aufhalten können. Nein, dann steht er da mitten im Weg. Dann stehen die halt so hin. Ja, habt ihr toll. Ja gut, ich muss jetzt nehmen ein kleines Auto. Oh Gott, das ist ja. Zieh dir das rein. Zieh dir was. Was? Als ob es zu langsam war. Toll. Der Wagen ist auf jeden Fall schneller. Ja, toll, ja, wann soll ich denn rüberziehen? Ah, oh, fuck, ich kann nicht rüberziehen. Sieht so. Echt jetzt hier. Gut, Luke ist erstmal vom Haken. Glaubst du, er hat uns bemerkt? Niemals, er war zu sehr damit beschäftigt, am Leben zu bleiben. Die Überwachung kann weitergehen.
Oh Gott. Was? 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 Verdammt! Kein Empfang. Fahr wieder näher ran. Ja! Wo ich denn wieder die Alter, wie viel fährt denn der? Ja, sorry, jetzt hab ich das verloren. Toll. Das ist so. Mann, ist der weit weg. Ja. Spreche ich gerade mit Zombie-Tenner oder. Ja, verdammt. Ich hab nicht gewusst, dass er auf einmal da abbiegt. Habe ich nicht gesagt, dass du nie wieder anrufen sollst? Bitte, Boss. Hör bitte zu. Jetzt aber. Komm, gib mir was. Wie wär's mit einem Pony? Du hast eine Minute, um mich zu überzeugen, dass ich dich nicht aussortieren sollte. Wegen dem Ammoniak. Ich glaube, ich weiß, wo wir noch was herbekommen können. Glaubst du, ich hätte die ganze Zeit an mir rumgespielt, während du drin warst? Ich hab, was ich brauche. Hast du das Cyanid gemacht? Genau, Carl. Du brauchst immer noch Männer. Männer wie mich. Vertrauenswürdige Männer. Ich hab Schulden, Boss. Viele Schulden. Ich brauche schnell Geld. Ich bin verzweifelt, Boss. Ich gehe jedes Risiko für dich ein. Hast du Angst, dass ich verkabelt bin? Du kannst mich durchsuchen. Mich, mein Auto, meine Wohnung. Ehrlich, Mann, du wirst nichts finden. Jericho überlegt. Okay, ich komm vorbei. Wir klären das und... Mach's gut, Carl! Jesus! Jericho ist kalt, Mann. Mit einem von seinen eigenen Leuten. Er ist klug. Er wusste, dass Krug ein Risiko ist. Ja, klug und kalt. Gott hilf uns, wenn er je das Cyanid einsetzen kann. Da Krug jetzt tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren können, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns wohl als einzige Möglichkeit unser alter Freund Odell Williams. Bisher bei Driver San Francisco. Ach, ich versteh's nicht. Wofür braucht Jericho drei Tankwagen mit Ammoniak? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Da Krug tot ist, haben wir nur noch zwei Spuren. Aber wenn wir das Signal nicht aufspüren, welches die Autobombe gezündet hat, dann bleibt uns nur noch unser alter Freund, Odell Williams. Komm, ich versuche nur Jericho zu stoppen. Das ist alles, was zählt. Okay, ach, Kollateralschaden, okay. Nächste Mission. War eine coole Mission, aber das war eben, ja, ich musste mich wieder dann gewöhnen, wie das Spiel funktioniert. Und was läuft, Jones? Aber wir haben... Warst du nicht hier, als der Anruf kam? Das Handy, das die Autobombe ausgelöst hat, wurde innerhalb einer Meile von hier geortet. Wir haben eine Spur, Tanner. Ach, komm. Einer wie Jericho muss den Knopf doch nicht selber drücken. Du weißt, dass Jericho sich gern die Finger dreckig macht. Er hat Krug getötet und er wird da sein. Finde Jericho und erledige ihn. Ach, einfach so. Achso, doch klar. Das ist er. Du hattest recht. Ich weiß nicht, Tanner. Könnte jeder sein. Er ist es. Frag nicht wieso, aber ich weiß es. Und jetzt erledigen wir ihn. Was? Er ist es, weil er ist es. Achso. Jetzt irgendwie. Alles in Ordnung, meine? Boah, alles in Ordnung. Das hat er gelernt. Na, das hoffe ich aber. Mach mal vor. Ich darf doch, ne? Was denn? Ey, sauber! Wenn du nicht abbiegst, Kumpel. Wir haben nichts tolle Rot auf der Seite. Jupp, das war klar. Ah, wie findest du das? Bleib cool, Mann. Nimm's nicht persönlich. Wieso nicht? Ja, toll. Aber es wird dich nicht treffen. Es wird dich treffen. Nee, es wird dich treffen. Ist ja
Schlag doch nur meine Arme. Ja. Scheiße, das war dumm. Oh Gott, na toll. Pass auf, wo du hinfährst, ey! Nicht der! Du! Wie erledigen wir Jericho? So jedenfalls nicht. Oh, der war gut. Der war sehr gut. Nein! Oh, jetzt kann ich die Auto fahren. Ah, die Fähigkeit ist mal komisch. Der Job ist nicht ganz. Was ist denn das? Ach komm. Ich schritt's aber auch ganz gut hoch, nur. Ich würde auch ganz gerne mal machen, würde das mit meinem eigenen Auto. Ein richtiges Battle, wisst ihr, wie ich das meine? Nicht immer nur andere Autos, sondern doch ich meine eigenen mal. Macht Autos zerstören eigentlich Spaß? Was denkst du, warum ich Polizist geworden bin? Ja. Was hast du mit. Was? Ach komm. Was? Ich fühle mit dir, Kumpel. Und das ist jetzt. Das ist genau, was ich meine. Da ist die KI auf einmal zu dämlich, der mal hinterher zu fahren. Ah. Ja, dann verliere ich. Oder? Ja, ich jetzt noch gewinnen. Ja, ich muss gerade hier lang. Ja, kannst vergessen. Gut. Ja. Aber warte, ich muss mal was ausmachen. Das ist ja richtig nervig. Nein. Sprache. Gamepad Vibration. Das ist jetzt zum Aussprache, ich glaube nicht. Wir hatten ihn, wir hatten ihn! Ja, es ist immer ein bisschen komisch, wenn die KI gar nicht hinterher fährt. Also, die fährt ja schon hinterher, aber. Was? Das ist nicht dein Ernst! Das ist ja nur so ein Kratzer. Boah, hier ist so ein gutes Auto, aber nein, da kriegst du nicht so einen Kratzer. Das war klar. Jericho, der Meister-Autofahrer hier, den brauche ich nehmen, den hier. Ja, genau, sowas meine ich. Das hat er gemerkt! Na, das hoffe ich aber. Jetzt gewinnt er? Nein! Oh, das ist ein Auto. Weg da! Scheiße. Ah ja, manchmal ist es echt gemein, weil die KI. Oh! Ja. Weil es echt ziemlich doof. Wir müssen nämlich zwei Autos steuern eigentlich. Ich muss einmal dafür sorgen, dass der Gegenverkehr. Ja, willst du ein Taxi? Oh, das ist einfach. Jetzt sitzt er fest. Mach Meldung, ich schnapp ihn mir. Alles klar, pass gut auf. Hey, wow, wow, wow. Sicher, dass er das ist? Absolut. Hände aufs Dach. Fühlt sich gut an, stimmt's? Yo, Tanner, ganz ruhig, Mann. Das ist nicht Jericho. Ich sehe schon die Schlagzeilen. John Tanner stellt seinen Mann. Stadt bejubelt, lokal. Hey, Tanner, Mann, ich sag dir, bleib ruhig. Weißt du... Ich wünschte, du würdest eine Waffe ziehen. Nur ein Grund, dich zu erschießen. Tanner, was ist da nur in dich gefahren? Du verstehst es nicht, oder? Komm schon! Los, erschieß mich! Wow, Tanner! Tanner! Ich sehe dich dann, Tanner. Ey, Mann, was soll denn das jetzt wieder? John! Hey, John! Und du mach, dass du hier wegkommst. Oh, oh, das ist gleich mehrfach schlecht. Was? Eins, der Fahrer will uns umbringen. Zwei, der Fahrer ist Jericho. Was? Was soll ich sagen, Jones? Jericho kann es auch. Ich weiß nie, wen er kontrolliert oder wo sein Körper ist. Dann bring uns endlich hier raus! Ich weiß schon, was da gerade passiert ist. Halt's Maul, Jones. Lol, Jericho. Ja, oh, toll, danke. Sag doch. Ja, boah. Okay. Jericho. Auf uns zu.
Und pass auf! Kann auch shiften. Sehr, sehr schön. Tut mir leid, nicht getroffen. Okay. Weißt du, ich sehe in jedem Auto, jedem Körper. Ehrlich auch. Das ist unmöglich. Tja, schreib's mit auf die Liste. Oh! Schön, schön. Jetzt aber ganz hoch. Hey, ihr nehmt uns das Korn. Wir sind okay. Festhalten. Wow! Wow! Oh, danke. Einfach, möglichst feilfrei. Verdammt nochmal, John! Oh, mein Glück. Ja! Ich versuch's ja. Gib mir eine Minute. John, wenn das Jericho ist, warum fährst du da nicht einfach rückwärts in ihn rein? Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Nicht schön aussehen. Können wir ihn irgendwo, wo es eng ist, gegen eine Wand rücken? Er will unseren Tod und ihn kümmern die Leben der Zivilisten nicht. Ich ja. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns legen. Häng ihn endlich ab, Tanner! Der bringt uns um! Noch fahren wir. Noch fahren. Es geht nicht! Das geht nicht! Komm doch nicht runter! Ich hab nicht. Oh nein. Scheiße, jetzt hab ich mich verfahren. Okay, fuck. Wo endet die Brücke? Oh, kann Jericho das eigentlich auch? Sag du es mir. Das macht Sinn. Nein, nichts davon macht irgendeinen Sinn. Was jetzt runter? Oh Gott. Nein. Was? Ich kann mir nicht abbiegen. Ach komm. Na toll. Jetzt fahr doch zu! Oh Gott, das ist hier wie im Actionfilm. Oh Gott. Ja, nicht mehr so. Hab ich auch wieder so ein bisschen, weil die Straße zu eng ist. Du hast es echt. Ja. Da musst du jetzt durch. Es ist vorbei. John! Es ist vorbei. Ja, Tom, was ist denn das jetzt? Ach komm. Natürlich, er trifft mich einfach. Natürlich, kann ich das auch mal, Achso, das kann man nicht verhindern. Achso. Einen Treffer muss man einstecken. Okay, und das warum? Gut. Er fährt auf uns zu. Dann pass auf! Natürlich. Ich. Ja. Einfach. Möglichst heil bleiben. Ja. Ich steck nicht was ein. Ich merk das. Wow. Ja. Neben mir einfach. Woher weißt du, dass er es ist? Ich sehe ihn. In jedem Auto, jedem Körper. Er mich auch. Das ist unmöglich. Tja, schreib's mit auf die Liste. Ich will dich ja nicht bewundern. Lass es. Nein! Oh, oh Gott, oh Gott. Danke. Und der LKW. Da kam der, okay. Wenn der LKW eben nicht gekommen wäre, ne? Wenn wir so smooth durchgekommen. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Nein! Oh, fuck! Wenn wir das Fahrzeug stoppen, ist Jericho weg. Dann sitzt da ein benommener Fremder in einem kaputten Auto und wir werden verklagt. So ein Mist. Ehrlich. Verdammt nochmal, John! Ich
versuch's ja. Gib mir eine Minute. Ja, okay. Die Gasse. Nicht die Gasse. Ja! Danke. Das wird... Könnte ich irgendwas Enges gegen eine Wand drücken? Er will unsere Toten. Wir kümmern die Leben der Zivilisten. Ich ja. Solange wir den Plan ausarbeiten, werde ich etwas Distanz zwischen uns legen. Alter. Ist er noch da? Ich weiß nicht. Es ist so ruhig plötzlich. Verdammt, Mann! Wenn Jericho deinen Trick auch kann, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass wir einen Vorteil verloren haben, sonst nichts. Unser Ziel ist dasselbe. Wir müssen den echten Jericho finden und festnageln. Da Jericho auch shiften kann, haben wir jetzt ein Rennen. Ich muss Ordell benutzen, um Jericho zu erwischen, bevor Jericho jemanden benutzt, um mich zu kriegen.